noch schlechter bezahlt. Absolut. Da muss man weiter kämpfen. Das muss man auch und das muss auch durchgesetzt werden. Aber niemals sind Frauen, die die Wahl vorgezogen haben, zu Hause zu bleiben, diskriminiert worden. Meine Mutter musste arbeiten gehen und sie hat es gerne getan, weil damit konnte sie auch eine Kleinigkeit beitragen. Sie konnte mir die Schauspielschule leisten zum Beispiel. Meine Schwiegermutter, die Schauspielerin war, musste ihren Beruf am Nagel hängen, weil mein Schwiegervater ihrem Mann gesagt hat, die Frau eines Intendanten arbeitet nicht. Von den beiden war sicherlich meine Mutter, die aus wirtschaftlichen Gründen arbeiten musste, die Glücklichere. Und meine Schwiegermutter hat ihr Leben lang darunter gelitten und wurde damit nicht fertig. Also das kann man doch überhaupt gar nicht pauschalieren. Ich erlebe keine Diskriminierung von Frauen, die sich für Kinder entscheiden. Nein, aber Frau Berger, Sie doch nicht. Sie erleben die nicht. Aber es gibt doch zahlreiche, zahlreiche Mütter, durchaus Akademikerinnen, die ihren Beruf an den Nagel hängen, zu Hause bleiben und diskriminiert werden. Von wem? Ja, von der Gesellschaft. Ach, ach, natürlich. Ach, du arbeitest nicht, dann bist du also nur ein Mädchen. Aber Eva, fragen Sie doch die das also, jetzt Margarete und dann ich. Der deutsche Hausfrauenbund hat schon, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, als junge Reporterin habe ich den ersten Bericht gemacht, 1978, ein Gehalt für Hausfrauen gefordert. Also diese Tätigkeit, die du da machst, die anspruchsvoll ist, die aufreibend ist, die dich den ganzen Tag irgendwie in Beschlag nimmt und die kaum einer so richtig wertschätzt. Zumindest Rentenansprüche erwerben. Ja, auch Rentenansprüche. Alles, nicht alles ist hat nicht alles passiert. Nicht okay, aber wie gesagt, da musste ja nicht erst Eva kommen. Das hat der deutsche Hausfrauenbund schon 78 gesagt. Ja, aber Sie und haben immer da wieder. Erreicht, Margarete. Ja, in Ordnung. Es ist doch heute aber noch es ist ja immer wieder Thema und Frage, die man stellen sollte. Und dazu fehlt natürlich hier heute Abend die Besetzung. Wäre die Politik? Natürlich muss man fragen, wer nach Rita Süssmuth hat jemals wieder wirklich etwas massiv für die Frauen getan. Rita Süssmuth war so gut, dass man die gleich von den Posten weggeschasst hat und zur Bundestagspräsidentin gemacht hat. Ihr redet immer nur von den Frauen, redet doch mal von den Kindern. Es kann doch nicht immer nur sein, dass aber es um muss ja auch politisch durchgesetzt werden. Ja, genau. Aber da sind wir doch alle hier die falschen Ansprechpartner. Es ist ja offensichtlich so, dass nicht alles perfekt ist und einige Dinge einer Verbesserung bedürfen. Einige Dinge ist gut. Ich sage das mit aller Zurückhaltung. Wir sterben aus. Ich meine, wir kriegen doch die demografische Kurve gar nicht mehr. Ein paar mehr Chinesen. Also insgesamt, was die Weltgemeinschaft angeht, mache ich mir mit dem Aussterben jetzt nicht so eine Gedanken. Aber es ist also offensichtlich hierzulande nicht alles perfekt und einiges muss verändert werden. Mich würde nur interessieren, ob du wirklich glaubst, dass sozusagen durch eine Ausrichtung der weiblichen Bestimmung auf das Kind in erster Linie und in der Anfangszeit und darüber hinausgehend dann die Versorgung der Familie, ob damit die Probleme beseitigt werden. Also es sind auf jeden Fall einige Probleme beseitigt. Ich meine, du wirst kein Kind kriegen können. So ist das nun mal. Das sind wir Frauen. Mhm. Und das wird auch weiterhin so bleiben. Und wenn wir in diesem Land fortbestehen wollen, müssen wir Kinder kriegen. Mhm. Wir müssen Kinder nicht kriegen, damit die Rentenkassen voll werden. Mhm. Da versteh mich bitte nicht falsch. Ich rede von etwas völlig anderem. Ich rede nämlich wirklich von Werten. Und ich rede davon, dass Kinder ersehnt, geliebt sein müssen. Wir wollen, sie müssen sie haben wollen. Das ist aber im Moment nicht der Fall, sondern wir reden von der Selbstverwirklichung. Und nicht mehr von den Kindern. Wir reden auch nicht von den Frauen, die Angst haben, wenn sie zu Hause bleiben, dass sie nicht mehr in den Job reinkommen, weil politisch und auch in der Industrie die Weichen ganz anders gestellt werden. Einige inhaltliche Auseinandersetzungen möchte ich noch haben, insbesondere mit deinen beiden Büchern, bevor wir natürlich auch mit Mario Barth sprechen, der mit fünf Brüdern zusammen, von einer glücklichen Mutter aufgezogen wurde? Einer wunderbar glücklichen Mutter aufgezogen. Ja? Die zu Hause geblieben ist bei Die sich. Ist zu Hause geblieben. Die hat bei meinem Vater auch geholfen im Restaurant. Wir waren selbstständig. Also was heißt wir? Ich nicht so, aber meine Eltern. Und das lief bei uns zu Hause aber auch alles. Da wurde Kinder gezwungen zu irgendwas. Also ich wurde zur Hausarbeit gezwungen. Also nicht zur Hausarbeit, sondern ich musste Hausarbeiten machen. Mathematik, Schulaufgaben. Schularbeiten. Ja. Aber sonst, nee, meine Mutter ist, also witzigerweise wird ganz oft gesagt, wenn ich sage, ich habe fünf Brüder, die arme Mutter. Und meine Mutter ist, ich glaube, sie ist total glücklich. Mhm. Ich glaube, ja. Wir werden das Gespräch darüber intensivieren. Ich möchte nur vorher, ich habe das ja eben schon gesagt. Oh. Weil ja immer gesagt wird, das sei Populismus und es wird viel provoziert und die Presse hat sich nicht korrekt verhalten. Das hast du ja auch gesagt, Eva. Zwei Zitate miteinander vergleichen. Und zwar lautet das eine.
Die Forderung der heutigen Frauenemanzipation wurde im Namen eines schrankenlosen Individualismus erhoben. Das ist das eine Zitat. Das zweite Zitat heißt: Das hohe Lied des Individualismus hat längst seinen verführerischen Klang verloren. Doch mittlerweile haben sich reichlich Gründe erschlossen, warum man sich von dieser gefährlichen Vorstellung befreien sollte. Das klingt, das klingt vergleichsweise ähnlich. Das eine ist aus deinem ersten Buch und das andere ist von Alfred Rosenberg aus dem Buch Mythos des 20. Jahrhunderts von 1930. Das war der Chefideologe der Nationalsozialisten. Ja, jetzt geht das schon wieder los. Hm. Ich meine, kann es jetzt nicht aber einfach so mal auf... Ja, das ist Ansichtssache und das kann ja sehr gut sein. Wusstest du das vorher? Nein. Ich bin da nicht drauf gekommen, sondern die Schriftstellerin Thea Dorn ist drauf gekommen. Die hat das in der Taz geschrieben, Ende 2006. Ja, Thea Dorn hat auch mein Eva-Prinzip zum Eva-Braun-Prinzip gemacht, in der Taz. Mhm. Ich möchte noch mal an dieser Stelle darauf hinweisen, es ist anscheinend tatsächlich so, dass wirklich wir über solche Dinge gar nicht mehr reden können. Wir können nicht mehr einfordern, uns für Werte stark zu machen. Es birgt nur eine große Gefahr, wenn es in unserer Demokratie nicht mehr möglich ist, über solche Sachen zu reden. Moment. So ausführlich durftest du noch nirgendwo reden in den letzten zwei Monaten. Trotzdem, wenn es nicht mehr möglich ist, dann spielen wir wirklich der rechten Szene in die Hände, das ist dann ihr Gebiet. Sie machen es zu ihrem Gebiet, wenn sich niemand anderer mehr dafür einsetzt. Ich verstehe deinen Ansatz. Ja, ich weiß auch um deinen Kampf gegen rechts in Organisationen, wo du dich wirklich einsetzt. Nur, ich muss eben auch sagen, wenn du schreibst in deinem Buch, ist es Zeit, die wahre Bestimmung der Weiblichkeit zu erkennen und in unserer Gesellschaft zu installieren, um uns zu retten. Ja, was ist denn die wahre Bestimmung der Weiblichkeit? Ist doch nicht zu Hause zu sitzen und die Kinder großzuziehen, sondern die wahre Bestimmung der Weiblichkeit ist doch ein voll anerkanntes Mitglied einer Gesellschaft zu sein. Oder ihr Leben zu leben. Oder das Leben zu leben. Und das frei zu bestimmen, darum geht es doch. Natürlich. Ich meine, wenn man bedenkt, dass diese Rahmenbedingungen für Frauen, die Beruf und Kind haben und haben wollen und haben müssen unter Umständen, dass man die verbessern kann. Ich finde, das ist die Diskussion, die angesagt ist und die ja auch geführt wird. Wir haben eine ganz anständige Familienministerin im Moment, finde ich, oder? Zumindest macht sie einen Vorstoß. Ich meine, weißt du, dazu gehört ja so sehr viel mehr. In kleinen Wohnungen zum Beispiel große Familien unterzubringen, ist schon mal wahnsinnig schwierig. Also es geht da auch immer um die Wirtschaftlichkeit. Mhm. Ich finde auch, dass schon in den 50er Jahren, wenn man nach Italien gefahren ist als Teenager, da hat man plötzlich gesehen, dass die Kinder im Restaurant laut sein durften. Da hat man, und das sieht man auch heute noch, dass man dem Kind gegenüber eine andere Einstellung hat. In Deutschland war das dann ziemlich zugedeckt mit Sitz ordentlich und schrei nicht so rum und du störst die anderen Gäste. Das, finde ich, hat sich total geändert. Wenn ich damals auf den Mond geschossen wäre, sagt man so? Weiß ich nicht, geflogen wäre. Und dann wieder zurückgekommen wäre heute nach Deutschland. Ich würde gar nicht wissen, was das für ein Land ist. Mhm. So stark hat sich Deutschland verändert. Wobei es nach wie vor große Probleme gibt. Also auch im täglichen Leben. Es gibt große Probleme, aber es gibt keine Kinderfeindlichkeit. Da kenne ich eine Frau, die wohnt bei mir zu Hause, die sagt immer, das sei grässlich, wenn man zum Beispiel fliegt mit Kindern, da hilft dir keiner. Mal irgendwas, ein Kinderwagen von links nach rechts oder so. Also das müssen wir ja nicht unterstützen. Bitte? Das müssen wir nicht unterstützen. Ich habe gesagt, Eva, du hast die Gelegenheit auch zu sagen, was du für Reaktionen bekommen hast auf die ganzen Schlagzeilen, die es gegeben hat. 100.000 verkaufte Bücher. Das war das erste Buch. So. Beim zweiten sind wir noch nicht so weit, aber das wird man ja dann sehen. Am Wochenende warst du zum Beispiel war das ein Katholikentreff? Das Forum der Katholiken. Forum deutscher Katholiken. Da bist du, schreibt die Zeitung, heute bejubelt worden. Was gab es sonst für Reaktionen? Ich bin ehrlich gesagt sehr froh, dass ich völlig andere Reaktionen von den Menschen bekommen habe, als das, was ich jetzt hier wieder erlebe, wo also wieder etwas schön geredet, wo wieder was schön geredet wird aus so einer medienpolitischen Sicht, die so wenig mit der Realität zu tun hat. Also, ich habe viele tausend Briefe und E-Mails bekommen von Familien, die sagen, wir möchten gerne, dass unsere Familie leben, wir möchten gerne Anerkennung haben, wir möchten auch gerne Entlastung haben, steuerliche Entlastung zum Beispiel. Stattdessen kriegen wir immer weiter Belastungen. Die Ökosteuer, die Mehrwertsteuererhöhung, das geht doch alles zulasten der Familie. Wir berichten auf der einen Seite über die wachsende Kinderarmut in Deutschland, über ein riesengroßes Problem. Wir machen dieses Problem selbst, indem wir diese Steuererhöhung, die verfassungsschutzrechtlich eigentlich überhaupt nicht zulässig sind, weil es eindeutige
Gerichtsurteile gibt. Über das Elterngeld wird doch gerade ausführlich diskutiert. Da gibt es doch die entsprechenden Vorlagen schon. Es wird diskutiert, es wird auch diskutiert über 150 Euro in Anführung Herdprämie, eine Lächerlichkeit, die eventuell für daheimbleibende Mütter ab 2013 gezahlt werden könnte. 150 Euro und man überlegt, damit die Eltern das Geld nicht versaufen, es in Gutscheinen. Versaufen, sagen die Politiker, in Gutscheinen auszugeben. Ich meine, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Also es hat eine Reihe von positiven Reaktionen gegeben. Du sagst, die Menschen, die dich ansprechen oder dir schreiben, reden ganz anders als die Menschen, die in der Zeitung schreiben. Ja, zum Glück gibt es davon viele. Du hast dich darüber beschwert und hast gesagt, also die Formulierung war, hast dich beschwert über die gleichgeschaltete Presse in dieser Angelegenheit. Ja. Das ist keine glückliche Wortwahl, weil auch dieses Wort kommt aus dem Dritten Reich, wie uns der Historiker sagen kann. Ja, aber das hatte ja der Spiegel dann auch gleich in seiner Online-Ausgabe aufgegriffen. Und daraufhin musste man nur mal googeln, in welchem Zusammenhang alleine der Spiegel diesen Begriff benutzt hat. Und man wird fündig in mehreren Zusammenhängen. Das mag ja stimmen. Das ist ja nicht, wenn das eine falsch ist, das andere. Nein, also das stimmt nun nicht. Also sozusagen, dass Gleichschaltung kein nationalsozialistischer Begriff ist. Natürlich war Gleichschaltung ein nationalsozialistischer Begriff. Gleichschaltung der Parteien, der Verbände und der Länder. Und Sie haben hier einen nationalsozialistischen Begriff gebraucht. Und ich finde es irgendwie sehr problematisch, dass Sie Zitate, dieses Zitat, dem haben Sie ja auch Ihre Entlassung zu verdanken, das ist in allen Zeitungen, jetzt sagen Sie, das hat es nicht gegeben. So kann man da nicht mit umgehen als Historiker, das ist doch sozusagen also da. So, wie Sie und da sehen, umgehen, machen Sie jetzt Verschwörungsideologien und sprechen von verlorenen Bändern, die man nicht mehr rankommt. Ja. Sie sind, das ist eine Verschwörungspathologie, die Sie dort haben. Also das ist doch sehr, sehr, sehr problematisch. Seien Sie doch ein bisschen vorsichtig mit dem, was Sie hier äußern mir gegenüber. Und ich möchte jetzt auch ehrlich gesagt zu Ihnen gar nicht mehr Stellung nehmen. Und ich möchte auch nicht mehr Stellung nehmen zu weiteren Vorwürfen in diesem Zusammenhang. Denn nochmal, wenn man, Sie müssen nur Google eingeben und da können Sie jede Zeitung durchgehen, welche Zeitung diesen Begriff bereits benutzt hat. Aber auch natürlich falsch. Ist er auch da falsch. Benutzt worden, aber es sind auch Autobahnen damals gebaut worden und wir fahren heute drauf. Ja, ich will das nicht. Na, Moment. Adolf hat die Autobahn Moment. Gebaut. Ja, das nein. War's. Ja. Das kann nicht sein, was du hier nein, sagst. Moment. Tut mir leid, egal wer hier auch immer applaudiert, es tut mir leid. Nein. Das kannst du wir so sitzen, nicht nein, Moment, sagen. Nein, Moment, wir sitzen jetzt es hier. Es geht nicht. Wir sitzen jetzt hier in einer Sendung und mir wird pausenlos unterstellt, ich sei im Kopf rechts. Und ich bin es einfach nicht. Ja, oder ich nicht überlegt. Entschuldige nein, mal, dann überlegst keiner, du nicht. Es sagt dass du das bist. Es sagt, dass die Äußerung dass, also, diesen Eindruck erweckt. Und du hast bis jetzt ja nicht gesagt, die Äußerung ist wirklich kacke gewesen, sondern... Ja. Also, ich war ja jetzt auch auf der Schule, aber viele verstehe ich dann auch manchmal nicht, weil es so, gerade so medienpolitisch... wird da drumherum geredet und man redet ja immer von Familien und von Frauen zu Hause. Ich weiß nicht, ob die alle wirklich so studiert haben, dass sie das alle auch so verstehen, was jetzt hier teilweise so... Ja. So ja, du meinst, das eine Mediendiskussion ist ein bisschen? Ja, also ich persönlich, wenn... Ich weiß, ich sag sowas nicht, ich würde sowas auch nicht sagen. Ich persönlich bin sehr glücklich in meiner Situation, meine Freundin auch. Darf ja. machen, was sie will. Ja. Ich glaube, der... ja, der Grund ist ja letztendlich, ich verstehe das auf der einen Seite, dass es mit Sicherheit Leute gibt, wo eine Außenwirkung entsteht, dass Frauen, die Kinder zu Hause haben oder so, schlechter sind als andere. Mhm. Aber ich finde dieses Pauschalieren immer so doof, dass alle Frauen darunter leiden müssen. Ja, es gibt so ein paar Sachen. Meine Freundin nicht. Es gibt so ein paar Sachen, die sind einfach problematisch. Ich persönlich, was halt problematisch, die gehen nicht. Und Autobahn geht eben auch nicht. Ich versuch's noch mal anders. Autobahn geht halt nicht, finde ich. Wenn deine Kollegin Bettina Tietjen, mit der du jahrelang die Sendung Hermann und Tietjen moderiert hast, sehr zur Freude vieler Zuschauer und sehr zu eurem großen Spaß ja auch oftmals, wenn die sagt, das, was Eva da redet, da kann ich nicht mehr folgen. Ich sag's jetzt mal sehr pauschal, das war ein bisschen verkürzt sicherlich. Wie nah geht dir das? Es ist natürlich eine Enttäuschung. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass bei allem, was sie gesagt hat, sie auch dazu gesagt hat, dass sie weiß, dass ich kein rechtes Gedankengut habe oder dass ich kein Nazi bin, sondern sie bezieht sich bei dieser Äußerung über natürlich auf das Eva-Prinzip, auf das, was, über was ich seit über einem Jahr spreche. Und dass
Hat sie mir gesagt, sei beim nächsten Buch vorsichtiger? Moment, das zeigt eigentlich, wo wir heute sind. Dass ich gewarnt werden musste, mehrfach, dass ich meine Meinung über dieses Thema nicht frei äußern sollte. Von wem? Ach nee, gewarnt also von wem? Ich glaube auch... Ja. Nein, ist interessant. Ist das nein, die Bettina Tietjen hat gesagt, sei vorsichtig beim letzten nächsten Mal. Äußere diese Meinung nicht. Ja. Nein, es geht, also ich glaube, also wenn ich meine unbescheidene Meinung sage, es geht nicht um die es geht nicht um die Sache, sozusagen nicht um die Beschreibung von Werten und das, was du da einforderst. Natürlich geht es darum. Ich glaube, es geht um die Vergleiche, die da genommen worden sind und Begriffe, die in dem Zusammenhang fallen. Und die NS-Zeit ist kein guter. Du weißt es nicht. Ich weiß es nicht. Ist kein guter Berater. Wie will man Werte definieren? Ich verstehe das nicht. Also hier geht es um verlorene Werte. Hm. Ich meine, die Welt hat sich geändert in den letzten 50 Jahren. Also, und es kommt wirklich darauf an, wie man Werte definiert. Also ich finde es ein ganz großes Gut, dass Männer und Frauen miteinander sich emanzipiert haben, dass sie miteinander leben und dass sie auch miteinander ihren Alltag teilen. Und diese Kinder haben auch Väter. Und wenn man in Berlin wohnt, so wie ich, dann sieht man diese Väter. Die haben ein Kind vorne hängen wie im Kängurubeutel und das andere an der Hüfte. Und sie gehen in den Kindergarten mit ihnen. Aber ich finde, das hat uns doch sehr, sehr nahe gebracht, den Männern, uns Frauen und umgekehrt. Mhm. Also ich verstehe das jetzt, ich muss immer sagen, schade, ich kenne diese Bücher nicht oder vielleicht nicht, schade. Ja, wir könnten natürlich ganz viel über ganz viele einzelne Begriffe und einzelne Thesen und Zitate aus dem Buch sprechen. Ich vermute nur, dass wir sozusagen in der Sache nicht weiterkommen. Also die Weichei-Diskussion. Aber die wirst du nicht klären können, glaube ich nicht. Fakt ist doch, dass wir eine Leistungskrise bei den Jungs haben beispielsweise. Ist das so? Ja. Was haben wir? Eine tiefe Leistungskrise bei den Jungs. 14% weniger Abiturabschlüsse, 80%, was die Grundschule, also was überhaupt einen fehlenden Schulabschluss betrifft, sind Jungs. Mhm. Was Gewaltaktionen betrifft, sind es fast 100% Jungs. Mhm. Und alle und Umfragen, ja, es liegt zum Beispiel unter anderem daran, dass die Jungs auch fehlende Vaterbilder haben. Ihnen fehlen vielfach die Männer als Vorbilder, viele alleinerziehende Mütter. Das ist der Zustand unserer Gesellschaft. Und wir müssen doch einfach, wir müssen doch einfach auch sehen, es gibt die Feminisierung in der Erziehung, wo Kinder in der Kita, im Kindergarten, in der Grundschule fast ausschließlich von Frauen erzogen werden. Das ist wunderbar auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, wenn ein Kind, zum Beispiel bei einer alleinerziehenden Mutter, die arbeiten gehen muss, weil sie keine Erleichterung vom Staat bekommt, groß wird, dann kann es sein, dass er 18 ist und noch keine verlässliche männliche Bezugsperson kennengelernt hat. Und natürlich verändert das Kinder. Das ist aber entschuldige, die männliche Bezugsperson kann das Kind unter Umständen gar nicht bekommen, wenn die Mutter zu Hause bleibt. Also ich finde all die Eindrücke, die man als berufstätige Mutter... Entschuldige, ja. Ja, nein, bitte. Nein, also bei mir war es ganz bestimmt so, dass mein Beruf natürlich ist es leichter zu organisieren als für eine Frau, die jeden Tag um 7 Uhr in der Fabrik steht oder um 9 Uhr im Büro. Das kann man als Schauspielerin besser organisieren. Das glaube ich und auch. Und ich habe mich sehr stark auf die Kinder konzentrieren können, solange sie mich gebraucht haben oder ich das Gefühl gehabt habe, ich sollte mich ganz verstärkt um nur sie kümmern. Aber das war wichtiger für mich als für meine Kinder. Eva, hat sich deine Meinung in dieser Angelegenheit eigentlich geändert so in den letzten Jahren? Zum Beispiel seitdem du selbst Mutter bist? Ja, natürlich hat sich das geändert. Aber die Pubertät kommt noch bei ihrem Kind, ne? Ja. Ich hoffe, dass sie, das ist eine ganz normale Entwicklung. Nein, ich meine nur wegen der Schule da, nur wegen Leistungsabfall und so, ne, Mario, oder? Ich war in der Schule ein Chaot. Und jetzt sitze ich in einer Fernsehsendung, ist doch toll. Du hast Klage eingereicht beim Amtsgericht Hamburg gegen den Norddeutschen Rundfunk. Was willst du erreichen? Ich kann darüber detailliert hier nicht sprechen, weil es natürlich ein schwebendes Verfahren ist. Ja, worauf klagst du, meine ich? Sage ich dir auch nicht. Möchtest du, dann frage ich es halt, möchtest du wieder eingestellt werden oder möchtest du, dass die irgendwas zurücknehmen von dem, was sie gesagt haben? Ich möchte gerne, dass der Fall jetzt zunächst mal richtig untersucht wird. Es ist eine unzulässige Kündigung gewesen. Okay. Kannst du deinen Sohn davor schützen, dass er das mitbekommt, was gerade mit der Mutter ist? Nein, wir sprechen darüber. Aber der ist ja keine 15. Also der ist noch in einem kindlichen Alter. Er ist 10 und wir sprechen wir reden natürlich nicht ausführlich darüber. Es interessiert ihn ehrlich gesagt auch nicht so besonders.
Wo glaubst du, bist du in 5 Jahren oder in 10 Jahren, in den Momenten, wo man so ein bisschen perspektivisch denkt, wo siehst du dich da? Weiß ich nicht. Kann ich jetzt, nachdem sich mein Schicksal relativ schnell geändert hat, nicht sagen. Aber nochmal, es ist nicht so, dass ich jetzt unglücklich mich verkrieche, sondern ich sehe in solchen Änderungen auch immer eine Chance. Mhm. Und möglicherweise kann ich mich für dieses Thema jetzt noch intensiver einsetzen, als ich das vorher konnte. Zum Schluss unseres Gesprächs noch einmal dieselbe Frage, die ich dir am Anfang gestellt habe. Glaubst du, dass nur die anderen Fehler gemacht haben und du keinen? Nein, natürlich, man macht immer, jeder macht Fehler. Und mein Fehler ist es vielleicht gewesen, nicht von Anfang an sofort auf die Herausgabe des Materials noch deutlicher zu dringen, wenngleich es ja gar nicht möglich gewesen wäre, weil es bis heute nicht erschienen ist. Aber deine Formulierung war nicht fehlerhaft, die würdest du auch wieder so benutzen, weil da hast du nichts falsch gemacht. Nochmal, spreche von der wir können doch nicht nur sagen, es gibt ein Zitat. Würdest du das heute alles genauso wieder machen und sagen? Ich will dich ganz fair behandeln und ich will dir alle Möglichkeit geben, das darzustellen. Ich könnte jetzt sagen, ich würde es wieder so machen, aber natürlich wird man durch solche Dinge, durch solche Vorfälle vorsichtiger. Ich muss einfach lernen, dass man über den Verlauf unserer Geschichte nicht sprechen kann, ohne in Gefahr zu geraten. Ja. Den Verlauf der Geschichte ist ja wohl gar nicht in Gefahr geraten. Ja, natürlich. Das geht doch jetzt alles hier nicht. Entschuldige mal. Wir können das hier auch gar nicht diskutieren. Das ist eine Ebene, die geht nicht. Da muss ich mich sogar fast von distanzieren, hier zu sitzen. Entschuldige bitte. Und mach ihn auch. Margarete. Das ist unerträglich und auch für Sender. Sorry. Es ist für mich auch nicht leicht zu ertragen. Ich habe ja noch den Tisch. Aber jetzt nur Folgendes sagen. Ich kriege erhöhten Puls. Sorry, aber... Ich wollte nur sozusagen an dem Punkt, wo ich merke, dass wir inhaltlich nicht weiterkommen, lassen wir es dann natürlich. Ich wollte nur zum Ende des Gesprächs, weil ich mich der Fairness verpflichtet fühle, noch mal Gelegenheit geben, dir die Möglichkeit zu bieten, zu sagen, dass du vielleicht auch nach der Diskussion irgendetwas irgendwie anders siehst. Du hast gesagt, dass du das nicht anders siehst. Das ist dein gutes Recht. Und dann beenden wir das Gespräch an dieser Stelle. Vielen herzlichen Dank. Danke. Und jetzt mal Margarete. Margarete, bitte. Jetzt sitzen wir hier und haben ein Problem. Und ich habe anfangs noch gedacht, Eva hat gar nicht gewusst, was sie sagt. Ja, also nicht so richtig. Da waren so viele Informationen und sie wollte ihr Buch verkaufen und war so eifrig und da geht was daneben. Und da geht an einer Stelle was daneben, wo leider überhaupt nichts daneben gehen darf. Du gibst ihr jetzt jede Chance dieser Welt mit einer Engelsgeduld, aber es kommen Dinge, die kann man nicht vertreten, die kann man nicht sagen und dazu kann man auch nicht ruhig hier sitzen. Ich würde schon sagen, dass ich versucht habe, Eva Herrmann Gelegenheit zu geben, das darzustellen. Wir haben versucht, uns das erklären zu lassen, die historischen Zusammenhänge von einem ausgewiesenen Fachmann dafür, der sehr viel veröffentlicht hat über das NS-Regime, über die Nazi-Zeit. Und wir haben hier, wie ich finde, nicht uninteressant miteinander gesprochen. Irgendwann ist der Punkt, wo ich dann in diesem Fall jetzt an Eva keine weiteren Fragen habe. Aber das heißt ja nicht, dass unsere Zeitung zu Ende ist. Wir haben ja noch ein paar Seiten Zeitung hinten dran. Das ist jetzt sehr, sehr schwierig. Ich finde es auch schade, dass wir hier in so einer weitläufigen Distanz sitzen. Ich finde es auch sehr schade, wenn Eva sagt, sie lehnt es ab mit einem ausgewiesenen Fachmann, der sich mehr als 3 Gedanken zum Thema gemacht hat und der weit davon entfernt ist, nur zu polemisieren. Ich finde es schade, dass sie ablehnt, überhaupt dann auch noch sagt, mit Ihnen rede ich gar nicht erst. Also das ist eine Basis, wo ich sage, geht auch nicht. Also, dann holen wir uns die Thesen aus dem Buch einfach mal raus, weil die sind ja deutlich genug. These: Es hat nachhaltige, negative Folgen für Kinder, wenn sie nicht entsprechend an ihre Mutter gebunden werden, sondern an fremdes Erziehungspersonal. Wie lange bist du bei Bischof Mixer in der Lehre gewesen? Ich bin nicht bei Bischof Mixer in der Lehre gewesen, sondern ich habe mich einhellig damit auseinandergesetzt. Bindungsforschung, Säuglingsforschung, Hirnforschung. Die ist etwa 50 Jahre alt, die Bindungsforschung. Es gibt weltweit, aber auch in Deutschland, herausragende Leute, die darüber Auskunft geben können. Über diese ersten 3 bzw. 4 wichtigen Jahre, in denen ein Kind ein Bindungsverhalten herstellt. Wenn ein Kind... Ich sage nicht grundsätzlich, dass ich gegen eine Krippe bin, denn es gibt immer Fälle, in denen es wichtig ist, dass Kinder auch aus sozialen Verhältnissen herauskommen und in geordnete Verhältnisse kommen, auch die Sprache lernen können, wenn sie in ausländischen Familien sind, in denen man die Sprache nicht spricht. Das ist ganz klar. Aber
wir sollten doch daraus nicht die Norm machen und das zum Maßstab aller Dinge. Wir machen das doch nicht zur Norm. Es gibt diese und jene Möglichkeit. Man kann so oder so leben. 750.000 neue Krippenplätze in Deutschland. Das ist dringend notwendig für die Frauen, die arbeiten müssen. Dafür ist es gedacht. Dringend notwendig. Ja. Sie haben ja recht, liebe Senta Berger. Sie haben recht insofern, als dass diese Frauen arbeiten müssen, weil sie ihren Lebensunterhalt verdienen müssen. So weil ist sie das. Keine weil die Wohnungsmiete sehr hoch ist, weil das Benzin teuer ist. Ja, weil aber sie keine Entlastung bekommen. Es wird nicht bekommen. Ein Kind mehr gezeugt, weil die Mehrwertsteuer runtergeht. Also das wäre mir wirklich zu simpel. Wir wissen, dass aber auch kein Kind mehr gezeugt wird, wenn es mehr Krippen gibt. Weil zum Beispiel in Sachsen-Anhalt gibt es ein Krippenangebot.